Hallo von der Embedded World. Wir haben unsere Leiterplatten entdeckt auf dem Stand von IAV. Die Firma IAV ist ein Automotive-Dienstleister, einer der 5 größten. Wir sind weltweit mit 8000 Mitarbeitern vertreten und wir entwickeln von Hardware, Software über Mechanik, Motorenentwicklung bis zum gesamten Fahrzeug. Wir haben Motorenprüfstände, wir haben Crashtesthallen. Also finden bei uns das gesamte Know-how aus dem Automobilumfeld. Als kleinen Einblick haben wir hier beispielsweise ein Flash-Tool zum Steuergeräteflashen, Diagnose auslesen. Und wir haben hier ein Infineon Tricore Controller Board, hier ein Evaluationsboard, wo wir mal sämtliche Peripherie dieses Controllers für die Entwicklung zur Verfügung stellen, als Plattform für Wechselrichterentwicklungen, die wir in-house betreiben. Hier sehen Sie ein weiteres Board, was einfach nochmal als Breakout-Board hier dieses Board ergänzt, um dem Entwickler wirklich alle Pins dieses Controllers nochmal zur Verfügung zu stellen. Das ist das IAV Primero, ein Produkt, was wir eben zur Fehlersimulation, wie der Name schon sagt, für Lambda-Sonden einsetzen. Hier werden Lambda-Sondenfehler in Hardware simuliert, um die adäquate Reaktion von Motorsteuergeräten auf Alterung, auf weitere Fehler abzutesten. Das Besondere daran ist, dass wir die einzigen sind, die so ein Simulationstool anbieten. Sie können Fehler ansonsten irgendwo in Software möglicherweise nachstellen, aber zur Verifikation werden aktuell wirklich die Hardware-Nachstellung der Fehler benötigt.